Die Brutzeit ist natürlich eine der wenigen Zeiten im Jahr, wo ich den schönen Rothirsch mal eher vor die Kamera bekommen kann. Aber wenn ich warte, dauert das ewig und mit Glück verbunden, dass ich selbst bei der sogenannten Lockreitjagd, die ich jetzt vorstelle hier, der Fall, das ist eine uralte Jagdform, das ist die einzige Jagdmöglichkeit, wo ich das Tier quasi befehlen kann, zu mir zu kommen. Aber nur, wenn ich das Liebesleben des Hirtes genau kenne und die Rufe naturgetreu nachahme. Ich stelle euch jetzt vor, einen Hirsch, der auf der Suche ist, sehnsuchtvoll. Und stelle euch jetzt einen älteren Hirsch vor. Ältere Hirsche haben in der Regel eine tiefere und rauere Stimme. Hirsch auf der Suche. Und jetzt kommt der junge Hirsch auf der Suche. Das hört sich genau andersrum an. Er hat eine viel hellere Stimme. Auch er will seine Chance haben. Und jetzt zeige ich den Platzhirsch. Das ist der Chef quasi, der schon eine Hirschkühe hat. So bezeichnet man die weiblichen Tiere. Man sagt, also im Menschenmund natürlich auch Frauen, ja. Das ist die sogenannte Jagdsprache, weibliches Tier oder Hirschkuh. Und er passt natürlich schön auf, dass kein Konkurrent kommt. Und ich bin jetzt der Platzhirsch und ich habe hier meine Rute neben mir stehen und stelle klar, dass ich der Chef bin. Kraftvoll und voller Überlegenheit. Und jetzt gibt es den sogenannten Sprengruf. Dann laufe ich und bin zornig, auch auf dem Gegner. Im Trab hört man meine Rufe. Ich bin jetzt natürlich der Hirsch, ja. Nur liebevoller Ruf, weil jetzt verteidigt der Hirsch nicht sein Rudel gegen einen anderen Hirsch, sondern jetzt treibt er seine Frauen zusammen, damit sie immer schön für ihn übersichtlich auf der Waldwiese stehen. Und das klingt natürlich viel zärtlicher. Ihr seht, Brunst ist ganz schön anstrengend. Die Hirschbrunst geht 4 Wochen und am besten kann man die erleben, wenn es trocken und kalt ist, klares, schönes Wetter ist und nicht so nieselregen wie heute. So, und jetzt, Bär! Bär! Das ist der Schrecken vom Rotwild. Das kann ja auch ein Kontaktlaut sein. Bär! 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 Und jetzt kann ich natürlich sogar die Frauenstimme des Hirsches nachmachen. Wir sind immer noch beim Rothirsch. Die Frauen machen das so, das weibliche Tier. Ein nasaler Laut. Eng, 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 eng. Das kann manchmal hilfreicher sein, wie man Hirsch ruft, ja? Eng, eng. Das kann ich aber nur anwenden, wenn ich relativ nah am Hirsch dran bin, ja? Diesen Laut hört man nicht so weit. Eng, eng. Eng. So, die Zeit geht rum, die Hirschbrunst ist vorbei. Und jetzt kommen wir zum Dammhirsch, der hat so Schaufeln. Der hat die Brunstzeit Mitte bis Ende Oktober. Das ist viel monotoner wie beim Rothirsch. Das ist das monotone Räubchen des Dammhirsches.